coming to is secret. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video. Und es ist wieder ein News-Video. Was ist da los? Wir halten euch hier so schön aktuell, so muss das auf jeden Fall sein. Und zwar gibt's heute ein Thema: der Titan. Der Titan wurde mal wieder genervt, Bungie hat es mal wieder verkackt und hat es uns nicht in die Patch Notes geschrieben, erst nachträglich hinzugefügt, nachdem es den Leuten aufgefallen ist, mal wieder. Danke Bungie, dass ihr das immer so schön verdeckt macht. Jedenfalls, was beim Titan genervt wurde, ist der Schulterangriff. Der eine freut sich jetzt, der andere nicht. Schulterangriff ist eine starke Sache, aber auch eine verdiente starke Sache. Aber wir wollen ja auch gar nicht drüber reden, was gut und schlecht am Schulterangriff ist, sondern darüber reden, warum er gepatcht wurde und was genau da verändert wurde. Zusätzlich wurde auch noch die Typ 44 im Abseits gepatcht. Das sind diese exotischen Schuhe, die euch einen längeren Schulterangriff ermöglichen. Das heißt, wenn ihr sprintet, dann hält der Schulterangriff einfach länger. Das Ganze wurde um 4 Sekunden gekürzt. Ja, also wenn ihr mit diesen Schuhen ihr sprintet und habt dann den Schulterangriff einige Sekunden lang, das habe ich leider nicht getestet, wie lange es dann länger dauert, bis der Schulterangriff halt vom Sprinten her aufhört. Das wurde aber um 4 Sekunden verringert und das ist schon eine heftige Packung. Bei dem normalen Schulterangriff, also ohne diese exotischen Schuhe, wurde die Aufladzeit um 1 Sekunde verzögert. Das heißt, ihr müsst jetzt 1 Sekunde lang länger sprinten, um dann den Schulterangriff aktiv zu haben. Des Weiteren wurde der Aim Assist des Schulterangriffs verringert. Das finde ich wiederum eine gute Sache. Teilweise macht der Schulterangriff Sachen, ja. Das ist total unlogisch und gegen alle Physik der Welt, was der da manchmal an Ecken reinlegt, nur um den Gegner nochmal zu treffen. Also das wurde auf jeden Fall auch verringert. Und das Angriffstempo des Schulterangriffs. Unter Angriffstempo des Schulterangriffs verstehe ich jetzt, wenn ihr den Schulterangriff drückt, dann ist der Titan insgesamt etwas langsamer in dieser Animation. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, das ist mal wieder ein Rätsel von Bungie, aber wir kommen dazu, warum das Ganze gemacht wurde. Jetzt im Moment macht es natürlich nicht allzu viel Sinn, warum das gepatcht werden sollte, aber der Grund ist nämlich diese neue Artefakte. Und eins davon, ich glaube Jolders Artefakt oder wie genau das heißt, bewirkt ja, dass wir grenzenlos sprinten können. Wir haben keinen Cooldown beim Sprinten und laut Bungie würde einfach diese Kombination aus Schulterangriff, diesem Artefakt bzw. Typ 44 im Abseits einfach eine zu heftige Kombination werden und das wollen sie schon von vornherein verhindern, dass es einfach OP wird, zu überpowered und nerven dann den Schulterangriff. Ja, das war auch schon die kurze Info, nicht allzu langes Video. Ich wollte dabei sachlich und konkret bleiben, nur das Wichtigste nennen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, würde mich freuen. Und für alle, die hier neu sind, lasst ein Abo da, wenn ihr in Sachen Destiny brandaktuell bleiben wollt. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.